Machtdemonstration in der nordischen Kombination. Das dritte Gold im dritten Wettbewerb. Auch in der Staffel triumphierten die Deutschen. Ja, Wahnsinn. Also es waren so schöne Olympische Spiele, die wir hier erleben durften. Drei Wettbewerbe, fünf Medaillen. Eine hammermäßige Bilanz. Und wir sind einfach rundum glücklich. Es war alles nicht so vorhersehbar. Wir hatten doch schwierige Zeiten vorher. Und hier ist alles so grandios aufgegangen. Von dem her sind wir einfach nur sehr dankbar. Vinzenz Geiger, Fabian Riesle, Erik Frenzel und Johannes Rützek holten das erste olympische Gold im Teamwettbewerb seit 1988. Nach dem Springen von der Großschanze und dem 4x5 Kilometer Langlauf waren sie der Konkurrenz enteilt. Ich habe es genossen, habe wirklich nochmal all mein Herz reingelegt. Es war so eine coole Olympischen Spiele und dass ich dann mit der Fahne übers Ziel laufen darf, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Insgesamt 5 Medaillen und ein Gold-Hattrick für die Kombinierer. Na dann, Prost! Hey!